Hallo, hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Juni 2022. Und diese Legung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Zwillinge geboren sind. Meine liebe Zwillinge, ich hoffe, dass euch gut geht und ich hoffe, dass die Legung wird mit euch resonieren. Vielleicht nur teilweise wird zu eurer Situation passen. Deswegen nehmt euch das, was behilflich sein kann und das, was euch nicht passt, bitte auf die Seite lassen. Wir fangen an und die erste Karte, das ist euer Thema im Juni. Und hier haben wir die Sonne. Die Sonne, das ist eigentlich die schönste Karte im Tarot. Das, was euch helfen kann oder im Weg steht, hier haben wir die Mäßigkeit. Euer Bewusstsein, Page der Münzen. Euer Unterbewusstsein, Acht der Münzen. Das, was war, hier haben wir den Wagen. Das, was kommt, Drei der Schwerter. Eure Energie, König der Stäbe. Äußere Energie, Neun der Schwerter. Erste Schwerter, das sind eure Hoffnungen oder Ängste. Und die letzte Karte, 10 der Münzen, das ist eure Zukunft für die nächsten paar Wochen. Die Sonne, wir kommen jetzt zu eurem Thema zurück. Die Sonne, wie gesagt, eine sehr schöne Karte. Hier ist sehr viel Wärme, viel Geborgenheit. Man wird von Sonne bestrahlt. Man bekommt viele Möglichkeiten von Leben geboten und die Mäßigkeit, auch eine sehr starke Karte, auch aus dem großen Arkana, zeigt, dass wirklich die Möglichkeiten werden geboten, diesen Monat für euch und man kann die Möglichkeiten nutzen und gut nutzen, weil die Sonne bestrahlt uns mit der Energie, mit allem Guten, mit positiven Aspekten, positiven Menschen, positiven Situationen. Man muss nur das sehen und einfach greifen, ja, greifen. Und das kann sein, dass für manche von euch werden sich wirklich ganz gute Möglichkeiten zeigen, um ein bisschen vorwärts zu kommen, ja, egal in welche Richtung, ob das die Liebe ist oder das Job und unsere Kommunikation und so weiter. Die Möglichkeiten werden da und viel, viel, viel Unterstützung von oben. Das ist euer Thema, das wird euch beschäftigen diesen Monat. Und hier haben wir auch eure Energie, König der Stäbe. Also hier ist auch Power, Leidenschaft, viel Wärme, viel Feuer, also passt natürlich zu eurem Thema. Ihr werdet auch sich streben, auch etwas zu erreichen, anstreben. Manche von euch werden vielleicht auch über eigene Schatten springen, ja, weil man wird diese Möglichkeiten sehen und ja, man wird nicht lange zögern, werde ich das so sagen. In Vergangenheit haben wir den Wagen. Also in Vergangenheit hat sich schon etwas angekündigt, also ist etwas in Rollen gekommen. Dynamik war oder so ein bisschen in diese Richtung hat sich was gezeigt, also mehr Dynamik in eurem Leben zu geben. Und das hat natürlich einen Einfluss gehabt auf das, was jetzt kommt. Und wir haben auch Finanzen hier. Wir haben euer Bewusstsein, Unterbewusstsein, Finanzen, Stabilität. Man möchte an etwas arbeiten, man möchte sich entwickeln, man möchte vorwärts kommen. Also diese Sicherheit, finanzielle Sicherheit und diese gute Grund unter den Füßen zu haben, ist euch auch in diesem Monat sehr, sehr wichtig. Wir gucken aber erst euer Thema, diese beiden Karten. Was uns noch Karten zusätzlich hier zu dem Thema sagen möchten. Königin der Münzen, ja, die Münzen, das ist euch sehr wichtig, wie gesagt, in eure Thema in diesem Monat, sechste Kelcher und Page der Kelcher.
Also Stabilität auf jeden Fall, riesiger Schritt nach vorne zu machen. Ja, man möchte sich auch vielleicht ein bisschen ausruhen auf dem, was man schon erreicht hat, oder man will sich vielleicht auch anstreben, um etwas zu erreichen und einfach diese Lohn dafür zu bekommen, einen guten Lohn zu bekommen, so dass man dann ein bisschen positiver in die Zukunft sehen kann. Also ja, hier wird eine Bewegung sein, hier wird sich etwas in Rollen, wird etwas in Rollen kommen, etwas Dynamik noch mehr bekommen, weil die Dynamik haben wir ja schon in der Vergangenheit. Und was Neues wird kommen, was natürlich die Finanzen bekräftigt. Wir haben aber auch die Liebe, Page der Kelche, die Liebe, leichte Liebesgefühle. Also in diesem Monat wird die Liebe auch eine große Rolle spielen, ja. Also hier sehen wir noch nicht die Leidenschaft und viel Energie, was die Liebe angeht, aber leichte Liebesgefühle, ein bisschen auch Melancholie. Man guckt auch zurück, sechster Kelcher, auf die Zeiten, die man schon im Leben erlebt hat, diese schönen Momente, und man möchte das alles wieder haben. Man möchte wieder diese schönen Momente mit den liebsten Menschen oder mit dem neuen Mensch. Vielleicht wird sich auch jemand zeigen in eurem Leben. Man möchte das auf jeden Fall genießen, und das wird auch von Sonne bestrahlt. Ja, die Sonne, wie gesagt, haben wir in eurem Thema. Wir gucken jetzt noch die Karte 8 Münzen, das ist eure Unterbewusstsein. Unterbewusstsein natürlich, das ist auch sehr wichtig, das ist gerade das, was in uns so ganz, ganz tief sitzt und uns unbewusst steuert in irgendwelche Richtung. Ja, kommt darauf an, ob das positiv oder negativ ist. Und hier haben wir 8 Münzen, also man möchte sich entwickeln, man möchte daran arbeiten, ob das jetzt finanziell oder hier geht vielleicht auch nur um diese innere Entwicklung, ja, um euch einfach eure Gedanken vorwärts zu bringen, man verstehen, warum in eurer Vergangenheit manche Sachen passiert sind, so und nicht anders, also sehr wichtig, also reflektieren, aber einfach in jede Richtung. Hier diese 8 Münzen zeigt jede Richtung, dass man sich entwickeln kann. Ob das geht um eure innere oder um diese Außenwelt, ja, hier geht um Entwicklung auf jeden Fall. Wir gucken, was hinter dieser Karte steckt. Vierte Schwerter, die Sonne haben wir nochmal. Die Sonne, also die Sonne, das ist eine sehr starke Energie, und hier zeigt sich doppelt so viel. Also diese Wärme, diese Dankbarkeit und die Möglichkeiten werden da sein. Ja, man wird dankbar dafür, dass man diese Möglichkeiten von oben bekommt. Ja, also die Sonne, das ist eine sehr, sehr starke Energie, und die zeigt, dass wir sind auf die Sonnenseite. Wir haben im Tarot auch den Mond. Mond, das ist natürlich, das sind Blockaden. Da tut sich nicht. Das ist wie wenn man im Schlaf wäre, ja. Das sind Ängste, das ist Dunkelheit, und hier haben wir den Gegenteil. Hier haben wir die Sonne, also sehr positiv. Rat des Schicksals, hier haben wir, ja, dass das Leben wird mit euch gut meinen, dass das Leben wird euch helfen. Alles, was man sich hier vornimmt, ja, nach vorwärts zu bringen, ja, dass der Rat des Schicksals wird für euch sich drehen in positive Richtung. Hier haben wir die 4 der Schwerter, man sieht, dass man aufwachen wird. Ja, 4 der Schwerter, das ist so eine vorübergehende Energie, die zeigt Waffenruhe, tut sich nicht, man ist wie im Schlaf, man tut ein bisschen die Kräfte sammeln für die nächste Phase im Leben, ja, weil man wird vorbereitet, kann man so sagen, um wieder zu kämpfen für sich in diesem positiven Sinne. Und ja, und dann natürlich aus dieser Phase wird man aufwachen, und man wird hier
ja, genießen die Möglichkeiten, die das Leben euch zu bieten hat. Also sehr positiv bis jetzt, sehr positiv. Hier muss ich sagen, haben wir die äußeren Einflüsse, also Menschen, die man um sich hat. Und da ist jemand traurig. 9. Schwerter sehen wir, dass der Mensch steckt vielleicht in eine Traurigkeit, in eine Blockade. Und das hat auch Einfluss auf euch. Und ich hoffe, dass ihr mit dieser viel Sonne, mit dieser viel positive Energie, vielleicht könnt ihr dem Mensch euch, könnt ihr auch dem Mensch auch helfen, ja? Also das ist, Entschuldigung, ach, die Kamera hat gewackelt, dass man hier vielleicht auch dem Mensch hilft, aus dieser schweren Phase rauszukommen. Wir gucken mal. Ja, da haben wir den Stern, also die Heilung, auf jeden Fall Wunscherfüllung, Königin der Kelche und 3 der Stäbe. Sehr gute Karten. Also ich muss sagen, da ist jemand bei euch. Ich weiß nicht, ob das eure Partner ist, vielleicht Kind, vielleicht Mutter, vielleicht Freundin. Da ist jemand, der hat Probleme, der ist traurig, vielleicht ist krank, vielleicht hat irgendwas, was ihm einfach blockiert, der Mensch kann sich nicht entwickeln, der sitzt einfach in einem tiefen Loch, aber das ist vorbei, der wird vorbeigehen. Durch wahrscheinlich diese positive Phase wird dieser Mensch auch geheilt. Ja, wie gesagt, der Stern, Wunscherfüllung, Heilung, eine sehr positive Karte. Und diese Energie wird helfen, dem Mensch aus dieser Traurigkeit zu kommen, aus diesem Loch zu kommen. Hier haben wir auch Königin der Kelche, also auch sehr viel mit Liebe, mit Intuition, sehr gute positive Energie, die auch behilflich sein wird und der Mensch kann neu starten. Vielleicht mit euch, ja, vielleicht mit euch. Hier sehen wir Liebe, hier sehen wir auch Liebe. Vielleicht ist das euer Partner. Ja, vielleicht habt ihr eine Krise gehabt, könnte man auch so sehen. Und das wird neu hier, neu wieder ins Rollen kommen. Aber wie gesagt, vielleicht ist es jemand aus eurer Familie, vielleicht war jemand krank, vielleicht hat jemand Schwierigkeiten gehabt und das geht auch zu Ende und das ist eigentlich Energie von euch, ja. Ihr werdet dem Mensch auch ein bisschen behilflich sein, ja. Und das wird sich in Guten entwickeln, werde ich das so sagen. Erste Schwerter, das sind eure Hoffnungen oder Ängste. Man hofft auf die gute Zeiten, man hofft, dass eure Pläne zur Erfüllung kommen. Ass, das ist immer was Neues, dass man was Neues anfangen wird und man wird eigene Ziele umsetzen können mit einer Krönung. Wir sehen hier die Krone, ja, nach oben. Und also eine sehr gute Einstellung, Hoffnung, Glaube an das, dass man das erreicht hat, auf was man schon lange gehofft und gewartet hat. Sehr gute, sehr positive Karte, sehr gute Einstellung. Und hier haben wir die letzten 2 Karten, die sind zuständig für die Zukunft, für die nächsten paar Wochen. 3 der Schwerter und 10 der Münzen. 3 der Schwerter, das ist eine Karte, die zeigt Blockaden, zeigt das in der Vergangenheit oder auch jetzt. Ja. Etwas passiert ist, was euch Herzschmerz bereitet hat. Das kann natürlich alles Mögliche sein. Das kann eine dritte Person sein, die in eure Leben sich eingemischt hat und ein bisschen, ja, Unruhe reingebracht hat, vielleicht Intrigen und so weiter, weil das sind 3 Schwerter, das sind nicht 2, 3 Schwerter. Also auf jeden Fall dritte Person, vielleicht auch mehrere Menschen, die euch ein bisschen hier stören. Und man kann wirklich nicht so vorwärts kommen. Also dieser Herzschmerz ist hier zu sehen. Und die 10 der Münzen, das ist eine Karte, die zeigt, dass man etwas erreichen wird.
so dass man auch glücklich sein kann auf diese finanzielle, auf diese materielle Ebene. Und natürlich glücklich sein, was ich auch schon hier angesprochen habe, Page der Münzen, Acht der Münzen und die Königin der Münzen haben wir, ja. Also diese Stabilität zu bekommen und dass man mit dem Liebsten, mit der Familie, mit dem Partner vielleicht das Leben genießen kann, weil man hat so eine gewisse Stabilität, finanzielle Stabilität erreicht hat, ja. Vielleicht wird ihr einen guten Job bekommen, vielleicht wird ihr noch eine extra Aufgaben bekommen, wo man sich beweisen kann, wo das mehr Geld bringt. Vielleicht wird ihr eine gute Investition haben, machen und oder auch erben, irgendwie was von außen bekommen, ja, vielleicht ein Lotto gewinnen, das ist auch möglich. Es gibt genug Menschen, die im Lotto gewinnen, nicht unbedingt gleich Millionen, aber auch kleinere Summen. Und das, man sieht hier, dass man sich ein paar Wünsche erlauben kann, vielleicht reisen oder vielleicht eine eigene Wohnung zu verschönern, zu vergrößern und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, diese finanzielle Absicherung ist euch sehr wichtig und das wird hier euch auch gelingen. Und diese drei der Schwerter, das, ja, das wird auch präsent sein, aber das wird geheilt, weil hier ist sehr viel positive Energie. Wie gesagt, wir haben zweimal Sonne, wir haben Rad des Schicksals und hier von diesem Mensch kommt hier auch Heilung, was Positives, ja. Es kann sein, das ist auch mit dem Mensch hier verbunden, weil da jemand trauert aus irgendwelchem Grund, ja. Und das wird auch vorbeigehen. Wir gucken mal, sechster Schwerter, zwei aus dem großen Arkana, die Hohepriesterin und zweiter Schwerter. Sechster Schwerter zeigt Kompromisse, aber nur zu gewisser Grenze. Also man wird wahrscheinlich auch eine Situation hier verlassen, die einem nicht gut tut, um eigene Wege zu gehen und diesen Sonnenweg zu gehen. Ja? Vielleicht wird ihr sich von jemand verabschieden, von diesem Mensch, der euch nicht gut getan hat. Kann sein, dass man Tschüss sagt und wird man dann eigene Weg gehen. Einfach sich trennen von jemand, ja, ob das eine Freundin ist oder eine Arbeitskollegin, jemand, der euch anscheinend hier nicht gut getan hat. Man wird hier irgendwelche Entscheidungen treffen, die werden auch gut, weil wir sehen hier die Hohepriesterin, wir sehen hier die Intuition, eure Weisheit. Dass man was im Leben erlebt hat, diese Erfahrungen, die werden jetzt auch sehr behilflich sein. Man wird dadurch profitieren, man wird hier gute Entscheidungen treffen können, weil manchmal ist so im Leben, dass wir irgendwelche schlechte Erfahrungen auch machen, ja, nicht nur die guten, aber auch die schlechten. Und man fragt sich immer, warum? Warum muss ich das wieder machen? Warum ist es mir passiert? Aber alles, was uns zu uns kommt und uns passiert, das irgendwie hat auch einen Sinn und es bereichert uns. Nur in dem Moment, wo das passiert, wir sind einfach überfordert und wir sehen das nicht als eine Lehre und auch eine Bereicherung. Ja? Wir sehen das vielleicht in einem Abstand Zeit, vielleicht erst in ein paar Jahren oder 10 Jahren, dass diese Lehre, die wir damals bekommen haben, jetzt ist für uns sehr behilflich. Und das kann sein, dass irgendwelche schlechte Erfahrungen werden umgewandelt, ja, in eure Weisheit, in diese Intuition, in eure, wie soll ich sagen, dass ihr wertvoller sein, wertvoller als Mensch, ja. Man wird leichter irgendwelche Entscheidungen treffen können und man wird leichter
die Menschen auch erkennen, die zu einem passen und einem gut tun. Weil dieser Mensch hier hat euch nicht gut getan und habt ihr den Mensch auch nicht erkannt rechtzeitig, ja? Aber jetzt durch die schlechten Erfahrungen, die man dann gemacht hat, ist man reifer, ist man weißer und man weiß, ja, jetzt kommt Frieden. Zweiter Schwerter. Jetzt kommt Frieden in meinem Leben. Jetzt endlich wird sich etwas lösen, was mir nicht gut getan hat. Ich muss aber Entscheidungen treffen, ja, die sechste Schwerter. Ich muss mich vielleicht verabschieden von manchen Menschen, von manchen Situationen, um diesen besseren Weg zu gehen, diesen besseren Weg, den ich mir hier da, ja, ausgeträumt habe. Die erste Schwerter zeigt, man möchte auch neue Ziele im Leben haben und man möchte die Ziele verfolgen. Die Sonne ist da. Die Möglichkeiten, ja, auch mit dieser Karte, die ich am Anfang schon erwähnt habe, die Mäßigkeit, das ist eine sehr tolle Karte, die zeigt die Möglichkeiten, dass das Leben mischt, ja. Das Leben ist einfach so wie ein, wie soll ich sagen, wie ein Topf mit sehr vielen Möglichkeiten und das immer wird gemischt und das wird immer kommt immer in Bewegung, in einen Fluss. Und jetzt, ich denke, das wird auch bei euch passieren in diesem Monat. Es wird viel Bewegung sein, aber sehr positiv. Manche Sachen werden sich klären und es kommt zu Erkenntnissen. Und natürlich, die finanzielle Seite wird hier auch stark sein. Ja? Die Liebe wird hier auch eine Rolle spielen, aber dezent. Dezent, weil hier haben wir die Page, der Kelcher und das ist eine leichte Liebesenergie. Das ist keine starke Liebeskarte, aber da wird was. Vielleicht was Kleines kommt, vielleicht wird sich etwas ankündigen, was in den nächsten Monaten auch stärker zu sehen wird. Also meine Lieben, ich denke, das wird ein starker Monat für euch, mit vielen Möglichkeiten, mit viel Bewegung auf jeden Fall, neuen positiven Aspekten und Veränderungen bestimmt und Veränderung und auch Heilung, ja. Und sehr viel Power, König der Stäbe, eure Energie, sehr viel Power, sehr viel Leidenschaft. Man wird einfach dabei sein. Man wird das auch gerne mitmachen, diese Veränderungen und diese Möglichkeiten zu nutzen. Ja? Ich denke, dieser Monat wird euch einfach Spaß machen. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Also, tschüss!